Anja Rützel Bartkreide. Zu den diesjährigen Spitzenreitern dürfte diese auswaschbare Bartfarbe zählen, die an geschmacklicher Dummfrechheit viele turniermodische Zumutungen der Vergangenheit in den Schatten stellt. Sieht man mit schwarz-rot-golden gesträhnten Bart nicht automatisch aus, als habe man mit höchst nachlässigen Tischsitten Sepia-Nudeln mit Ketchup und Mayo gespachtelt? Und was kommt als nächstes? Man beim Attrappen zum Anschnallen, geflochten aus Nationalbast.